Und euch allen Danke sagen, dass ihr trotz des schönen Salzburger Wetters heute hierher gekommen seid. Dankeschön. Ja, liebe Leute, freut mich, so viele mutige Menschen bei diesem grauslichen Wetter begrüßen zu dürfen. Ganz besonders wollen wir uns bei den ganzen Initiativen, die es bereits österreichweit gibt, bedanken. Sehr positiv dabei fallen immer wieder die Linzer auf, die jeden Freitag um 17 Uhr bereits zum 32. Mal für Freiheit, für Gemeinsamkeit und für Frieden einstehen. Auch ein herzliches Dankeschön an die Hygiene-Zombies aus Linz für die großartige Performance. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, in dieser Sache mehrere Initiativen zusammenzuführen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und nichts ist wichtiger in diesen Zeiten. Deswegen ein herzliches Dankeschön an alle Initiativen, die hier teilnehmen. Haben wir Wiener hier? Haben wir Bregenzer da? Ah, die sind wohl noch nicht da, die kommen aber noch. Die kommen noch, okay. Sind Tiroler da? Wo sind die Linzer? Ich weiß, wir haben auch einen Burgenländer da. Wo ist er? Wo sind die Grazer? Sehr fein. Und? Wo sind die Salzburger? Sehr fein. Somit übergebe ich das Wort an den Thomas. Er hat noch ein paar Verkündigungen zu machen, die wir leider machen müssen. Das war's von mir, danke. Also was euch ja der liebe Jastin sagen wollte, ich habe den undankbarsten Job jetzt da herum, ich muss die Regularien erklären. Aber im Vorfeld möchte ich Dankeschön sagen, und zwar ungewöhnliches Dankeschön.
Hört ihr mich? Ja! Sehr gut. Ich möchte Dankeschön sagen, und zwar zu jemandem, das eher ungewöhnlich ist, und zwar Dankeschön zu unserer Salzburger Polizei. Wir haben nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern eine Polizei, die uns wirklich unterstützt, die für uns da ist und nicht gegen uns. Und dafür, glaube ich, haben sie mal einen Applaus verdient. Dann zu den Regularien, und die werde ich vorlesen, damit ich ja gar nichts vergiss für euch. Also unsere Veranstaltung ist friedlich und bedingungslos gewaltfrei. Ist ja auch verdammt wichtig, der Regierung jetzt einmal Einhalt zu gebieten mit ihren schwindlichen Regeln. Aber normalerweise sollte ja bei jedem schon die Bummerin im Schädel läuten, wenn sich unser Kanzler hinstellt, und das war schon im März, und spricht von einer neuen Normalität, weil das braucht man halt so gegen Infektionskrankheiten, eine neue Normalität, was auch immer das ist. Ja, tut es aber bei vielen Menschen noch immer nicht, auch wenn sich der Innenminister hinstellt und sagt, die Polizei wird mit der Flex daherkommen und sie haben null Toleranz mit uns, vielleicht haben wir irgendwann mal null Toleranz mit euch. Genau. Es wundert ja auch niemanden, also dass im Pandemiejahr Betten abgebaut werden, Abteilungen geschlossen werden und ganze Spitäler geschlossen werden, dass sie unterbelegt sind teilweise, 130 Millionen Euro im Gesundheitswesen gespart wird, im Pandemiejahr, wonach die Bummerin im Schädel läuten sollte, ist bei diesen Aufrufen zur Hetze, und nichts anderes ist das, die stattfindet über unsere Regierenden, nämlich mit Sprüchen wie, die Migranten schleppen das Virus mit herein, oder die Jungen, die die Partys machen, sind schuld an Lockdowns und so weiter, und natürlich nicht die Regierung, die es verordnet. Ja. Das ist übrigens narzisstisch, ja, zu sagen, du bist schuld, dass ich dir wehtun muss. Das steckt dahinter. Ja. Ja. Bester Teppe zu Opa! Bester Teppe zu Opa! So, wir singen jetzt, wie gesagt, mit einem Container da, sozialische Fashion Life. Wir singen euch jetzt den steirischen Brauch. Oh, la, la, la. Am irischen Sterz und der Schwammsuppen drauf. Oh, la, di, jo. Sing leid, das ist halt der steirische Brauch. Oh, la, la, la. Ja, fix! Holla, jo. Holla, jo. Holla. Ja, fix! Holla, jo. Jo, das ist der steirische Brauch. Ah, doch einige. Und zuletzt die große Demo in Berlin gegen das Infektionsschutzgesetz am 18. November. Bei dieser Demo ist mir eines klar geworden. Wir haben ein großes Problem bei den Demos in Deutschland. Die können nicht mehr so frei stattfinden, wie das hier der Fall ist. In Österreich können wir uns noch versammeln, können wir noch eine Bühne aufbauen, können wir noch Reden halten und Musik machen. In Deutschland wird das immer unmöglicher. Die Auflagen sind zuerst härter und härter geworden, mit Maske, mit Abstand, dann mit Maske und Abstand, dann sogar mit Abstand zwischen Eheleuten. Also, ja. Und dann wird es auch immer unmöglicher, diese Abstände, sogar wenn man will. Und die Menschen geben sich große Mühe, als Zeichen des Respekts gegenüber all denen, die in der Angst leben, die Abstände einzuhalten. Und trotzdem wird es unmöglich gemacht, indem die Polizei die Demonstranten einkesselt, immer enger zusammentreibt, sie am Weitergehen hindert. Und dadurch wird es dann letztendlich immer wieder dazu kommen, dass Menschen dicht an dicht stehen. Ja, und dann stehen sie dicht an dicht und dann kommt der Wasserwerfer. Und das sind die sogenannten Friedenstrommler. Friedenstrommler sind keine professionellen Schlagzeuger. Friedenstrommler haben einen Eimer aus dem Baumarkt und einen Kochlöffel.
Das darf nass werden, das darf beschlagnahmt werden von der Polizei, das macht nichts. Da kann man sich Reserve besorgen und das kostet was? 2 Euro, 3? Also das ist wirklich ein sehr einfaches Mittel der Demonstration und der Kommunikation. Das Einzige, worauf es ankommt, die Leute müssen natürlich wissen, was gemeint ist. Ich darf vorstellen, das ist der Gottfried aus Graz. Der Gottfried aus Graz hat hier in Österreich begonnen mit dem Aufbau der Friedenstrommler. Er hat auch ein paar mitgebracht. Leute, wo seid ihr? Alle Friedenstrommler, die anwesend sind, bitte kommt zu uns rauf auf die Bühne. Da kann man besser trommeln, wenn ihr mitmacht. Es geht Hand zu Hand, wenn wir etwas weiterreichen wollen. Zeig mir doch einmal das Signal. Zeigen wir mal das, natürlich. Fangen wir an mit dem, warte, ich halte das kurz. Wir zeigen einmal das Signal, das der Gottfried gerade angesprochen hat. Also das heißt so viel wie folgt den Trommlern. Kommt mit. Das ist der Rhythmus von Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede. Das ist ein ganz wichtiges Signal, das haben wir übernommen von unseren Freunden in Bangkok und in Singapur. Und zwar kann es ja mal vorkommen, dass irgendwo sich eine Menschenmenge bildet, man kommt nicht mehr durch und jetzt braucht man aber an einer Stelle ganz dringend Materialien. Zum Beispiel Trinkwasser zum Ausspülen von den Augen oder zum Beispiel Regenschirme oder was auch immer, Verbandszeug. Das muss man dann durchgeben durch die Menge in einer Menschenkette. Das funktioniert in Asien hervorragend. Wir wollen das in Europa für den Notfall schon vorbereiten, falls es jemals dazu kommt, dass wir das brauchen. Und da haben wir eben dieses Signal von Hand zu Hand, von Hand zu Hand, von Hand zu Hand. Heißt so viel, bereitet euch vor, bleiben hier. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Das ist vor allem dann wichtig, es kommt immer wieder vor, dass irgendwelche Aufwiegler durch die Menge laufen und erzählen, Ma, wir müssen jetzt alle zum Reichstag. Ja, wenn man das nicht, da teilen euch unsere Friedenstrommler mit, dass das nicht richtig ist. Ja, also dass das eine Ablenkungsaktion ist, mit dem Signal bleiben. Sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Ja, das war also zum Beispiel in der Friedrichstraße am 29. August, wäre das ein sehr wichtiges Signal gewesen. Das sind die 5 Signale der Friedenstrommler, die wir in Zukunft im ganzen deutschen Sprachraum einsetzen werden. Wer mitmachen will, wer Verantwortung übernehmen will für die Kommunikation auf Großdemos, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich bei Lichtermärschen, bei Friedensmärschen, meldet euch bitte auf Telegram in der Gruppe Friedenstrommler. Das war es auch schon, was ich euch heute sagen wollte. Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen. Salzburg, ihr seid top unterwegs. Vielen Dank. Einen herzlichen Applaus für die Friedenstrommler. Danke euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Das ist ja super cool hier. Ich habe nie einen Plan für das, was ich sage, aber letzte Nacht ist mir was eingefallen. Ich möchte mal Danke sagen an euch alle und an alle, die jetzt nicht da sind, das vielleicht hören oder die sich schon bei mir bedankt haben oder die mir Unterstützung zugesagt haben. Mich erreichen viele Anrufe, E-Mails, persönliche Begegnungen, wo mir und dem Roman Hilfe und Unterstützung und Dank ausgesprochen wird. Der Dank gebührt euch, weil ihr seid das, die diese Sache machen. Ich bin ja nur einer, aber schaut mal, wie viele wir seid. Und diese Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet und auch aus dem Ausland, aus dem Benachbarten, das bedeutet uns sehr, sehr viel, weil ich könnte das, glaube ich, gar nicht so, wenn ich nicht wüsste, dass ich eure Unterstützung habe und dass ich nicht völlig am falschen Dampfer bin und dass ich doch noch alle Tassen im Schrank habe.
Und ich kann nichts versprechen, weil mit Versprechen ist das immer so eine Sache, aber solange es in meiner Macht steht, dann werde ich jedem von euch, soweit ich es kann, helfen. Und ihr könnt ganz sicher sein, ich werde immer, 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 solange ich noch bei klarem Verstand bin und mich artikulieren kann, dort aufstehen, wo die Menschen gedemütigt und unterdrückt werden, und dort werde ich sicher meine Stimme erheben. Und in dem Fall ist das völlig richtig. Da ich mir überhaupt nichts, da schäme ich einfach nichts. Und was mich dann auch immer ganz besonders berührt irgendwie ist, wenn die Menschen zu mir herkommen und mich umarmen, und dann denke ich mir, Fassmann, Kurz, Kogler, das Plexiglas-Quartett. Wann ist denn das letzte Mal zu euch einer hergekommen und hat gesagt Danke und hat sie umarmt? Aber wahrscheinlich ist genau das Zweite, was den Leuten hinter ihrem Plexiglas, in ihrem Lächerlichen fehlt. Und aus irgendeinem Grund war vor 2 Nächten um 2:30 in der Früh was in meinem Kopf. Also ein alter Spruch aus den Mantel- und Degenfilmen mit den Musketieren. Einer für alle und alle für einen. Einreden wollen. Und was mich auch freut, ist, dass ich hier so gut wie keine Masken sehe. Dich sehe ich und dich, und ich wüsste gern, und das ist mein voller Ernst und das ist ehrlich und aufrichtig gemeint, was ficht euch an, das im Gesicht zu tragen? Warum tut ihr das? Sagt es uns. Warum tust du das links von mir? Warum tust du mit der Kamera? Wir wollen das von euch wissen. Ich will es wirklich wissen. Ich habe aber eine sehr schlechte Nachricht für euch, für alle, die den Fetzen im Gesicht haben. Er nutzt nichts. Das mag manche vielleicht enttäuschen, aber er hilft gegen eine Krankheit original gar nichts. Und wer etwas anderes behauptet, und das ist jetzt eine Aufforderung und eine Einladung, namentlich an Kolleginnen und Kollegen, zeigt einmal die Studienergebnisse her. Ruft mich einmal an. Das Interessante ist, mich erreichen nie negative Rückmeldungen. Ganz am Anfang, da habe ich dann ein paar E-Mails gekriegt. Mein Highlight war dumm, dümmer, sie. Also an den Autor Respekt, nicht schlecht. Ich hätte ja dumm, dümmer, du genommen, wegen der Alliteration, aber bitte. Aber mittlerweile erreicht mich das nicht mehr. Nur gestern, der Roman hat es erwähnt, hat mich die Journalistin vom Falter, die Nina Horacek, angerufen und gefragt, warum denn eigentlich alle anderer Meinung sind, alle anderen Ärzte. Ich meine, in Österreich gibt es ungefähr 45.000. Dann habe ich gesagt, sie soll ja mal 23.000 herbringen oder auch nur 20.000. Die mögen mich doch anrufen. Meine Nummer findet man im Internet ganz leicht, oder ich kann sie auch freiwillig hergeben, so öffentlich. Ich möchte gern wissen, wo sind die Beweise dafür oder auch nur die starken Hinweise, dass dieser entsetzliche Fetzen im Gesicht irgendetwas anderes macht als krank? Und ausschließlich Ausdruck einer völlig pervertierten Solidarität ist. Und das tut mir besonders weh, weil ich bin mit diesem Begriff aufgewachsen. Und ich sehe da hinten im Torbogen, ich habe es gesehen, weil ich vorher um den Platz gegangen bin, sie verkriechen sich ein bisschen da hinten, so was Ähnliches wie einen schwarzen Block. Ich habe da auch Antifa drauf gelesen. Nein, stopp. Laden wir sie doch ein, dass sie herkommen und mit uns sprechen. Und jeder, der Meinung ist, dass ich eine Faschistin bin und nicht aus tiefstem Herzen eine Antifaschistin, der möge sich hier herstellen und mir das persönlich und live und ohne doppelten Boden ins Gesicht sagen. Bei mich im Rudel dort hinten verstecken oder sonst irgendwo, das ist eine einfache Sache. Oder sich in vorgefertigten Pressekonferenzen, wie gesagt, das ist jetzt mein Lieblingsausdruck, das Plexiglas-Quartett, das Unheilige. Da habe ich eine Frage an die Herren, die sich da immer hinterm Glas und hinter den Masken verstecken. Ja, Freunde,
wenn einmal jetzt echt was wart, was macht ihr dann? Halt mir dann das Schild vor sich hin, bitte, Vorsicht. An den Nehammer, Herr ist er keiner. Sie sind ein Offizier. Ein Offizier. Haben Sie das gelernt, sich hinterm Plexiglas zu verstecken, wenn irgendwas ist? Kurz, Herr sind Sie auch keiner. Bundeskanzler, wie konnte das passieren? Klammer auf, Klammer zu. Was haben Sie gelernt in Ihrem Leben eigentlich? Und Anscho war ein Oberösterreicher. Wir haben besonders viele Freundinnen und Freunde und besonders viel Unterstützung aus dem sehr widerständigen Oberösterreich. Wo ist Oberösterreich? Juhu! Schauen Sie sich vor Ihren Landtag. Wir haben euch, und das geht jetzt ganz genauso auch an die Parlamentarier und an die Opposition, wir haben euch die Macht geborgt für eine bestimmte Zeit. Und euch fällt nichts Besseres ein, als diese Macht aufs Schändlichste zu missbrauchen. Aber ich kann euch versichern, wir vergessen nichts. Und ich habe ein verdammt gutes Namens- und Personengedächtnis. Hier bin ich wie ein Elefant. Wie ein Baby-Elefant. Ich habe das mit diesem Baby-Elefanten gar nicht verstanden am Anfang, weil ich habe ja dieses Fernsehen, diesen Unsinn, der da aus dem Fernsehen und den Medien herausquillt, das habe ich mir ja gleich im März schon nicht mehr gegeben. Da habe ich mir gedacht, was ist jetzt mit einem Elefanten, bitte? Aber dass jemals eine Regierung oder überhaupt erwachsene Menschen auf die Idee kommen, so mit uns zu kommunizieren, Entschuldigung, das hat sich diskreditiert von ganz alleine. Und das Ganze geht weiter mit irgendwelchen bescheuerten Ampeln. Ja, entschuldigen die Ausdrucksweise, aber anders kann man es nicht ausdrücken. Und dann, wo aber meine Schmerzgrenze dann wirklich vorbei war mit der Kommunikation, wie ich in der Verordnung gelesen habe, der Fetzen im Gesicht, Vulgomaske, darf zum Essen und Trinken abgenommen werden. Weil Zähneputzen brauchen wir eh nicht mehr, ne? Das wird überschätzt. Ja. Also ein Minister, der so etwas verordnet, und er ist ja nicht alleine der Minister, sondern er hat ja auch einen Ministerrat. Entschuldigung, mit sowas beschäftige ich mich nicht mehr und ich empfehle das auch allen anderen. Beschäftigen wir uns bitte nicht mehr damit, was die verfassungsbrüchige Regierung da so von sich gibt. Wir halten uns auf Punkt und Beistrich im Vergleich zu Ihnen, Herr Bundeskanzler, an die Verfassung. In Südamerika, da ist mir das noch in Erinnerung, wir sind keine Untertanen. Wir sind vielleicht blöd, aber blöd sind wir nicht, wie man auf Wienerisch sagt. Die Regierung hat uns verraten und verkauft im wahrsten Sinn des Wortes. Aber wir sind freie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und wir bewegen uns wann und wo und so nah, wie wir wollen und nicht wie uns. Und jetzt noch die berühmten Abschlussworte. Der Fetzen im Gesicht ist ein, letztens hat einmal das jemand zu mir gesagt, ein Parteiabzeichen, das möchte ich zitieren, das hat mir besonders gut gefallen. Es ist nur ein Symbol, es hilft nämlich nichts gegen eine Erkrankung. Gegen eine Erkrankung hilft was anderes. Es ist nur ein Zeichen der Unterdrückung, der Unterwerfung, der Demütigung und des Gehorsams. Unterwerfen wir uns! Lassen wir uns demütigen? Nein! Sind wir gehorsam? Nein! Die Antwort war korrekt, aber sie war zu leise, weil diese Antwort, dieses Nein, das muss zu hören sein in allen Gemeinderäten, in allen Landtagen, im Bundesrat und auch im Nationalrat. Und natürlich ein besonders lautes Nein geht an die Hofburg zum Herrn Van der Bellen, der es besser wissen müsste. Und ich fordere endlich einmal eine öffentliche Debatte, weil warum steht da nicht irgendeine Politikerin oder ein Politiker oder jemand aus der Regierungsriege? Die Antwort darf sich jeder selber geben, aber wir fordern das. Also dieses Nein, das muss laut zu hören sein im ganzen Land und am besten eigentlich auf der ganzen Welt. Sind wir unterwürfig?
Lassen wir uns demütigen. Nein! Und die alles entscheidende Frage, und das ist mein voller Ernst. Sind wir gehorsam? Nein! Sicher nicht. Ihr seid super. Eine Sache noch. Und Konstantina, das heißt die Standhafte. Danke, Oma. Also liebe Konstantina, ich weiß ja eines, du magst das nicht, wenn du auf der Bühne stehst und irgendwie gelobt wirst. Aber ich sag dir eins, und das mag, auch wenn du mir dann schlägst danach, das nimm ich auf mich. So Leute wie dich brauchen wir. Du bist für mich eine Heldin. So, ohne dich wäre ich wirklich alles verloren. Wirklich schön, dass es dich gibt. Helden unserer Zeit sind nicht so Leute wie sie, du, oder wer da irgendwie umeinander hüpft. Helden unserer Zeit sind Menschen wie du. Und wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, aber trotzdem, eines müssen wir noch machen. Ich gebe einem nur die Chance, der Konstantina eine Frage zu stellen. Ist das für dich in Ordnung? Ja, klar. Okay, wer will eine Frage stellen? Eine Frage können wir machen. Bitteschön. Ich möchte Sie gern umarmen. Können wir das dann noch später verschieben? Wäre das möglich? Sie haben auch eine Frage? Dann nehmen wir die Frage. Kommt her. Also, eine Sache wäre mir noch ein Anliegen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder beobachtet, dass Menschen, die offiziell von Corona genesen sind, trotzdem die Maske tragen. Und bei mir ist das genau der Punkt, an dem alles kippt. Weil wenn die, die genesen sind, die Maske weitertragen, dann werden wir die Maske nie wieder los. Nicht mit der Impfung, mit keiner anderen Art von Immunität, weil immuner wirst nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, bei den Leuten, die schon genesen sind, dann werden wir immer mehr, die keine Maske tragen. Und dann werden wir irgendwann wieder befreit. Danke. Wir werden nicht befreit. Falscher Dampfer. Wir befreien uns selber. Wartet nicht auf mich, auf Ärzte, Lehrer, Anwälte, Installateure, alte, junge. Wir können nur selber aus der Sache raus. Weil ganz ehrlich, wir haben uns selber eingeritten. Nein, das muss man schon sagen. Die Verantwortung liegt schon bei uns. Und jetzt können wir uns dann da wieder rausziehen. Niemand befreit uns, wenn ich das nur höre. Ich bin maskenbefreit, nix da. Wir sind freie Menschen. Wir brauchen nicht auf jemanden warten, der uns befreit. Wir können das selber und jeder Einzelne da kann was und kann das auch. Danke. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or wonder. Andere wollen sich strafen.